Malawi gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Und wir haben uns darauf verständigt, uns auf die entlegene Region von Dedza zu konzentrieren. Es fehlt immer an den elementarsten Dingen, insbesondere an Bildung und an gesundheitlichen Einrichtungen. Eigentlich sollte das fruchtbare Land am Malawisee genug Ertrag bringen. Doch immer noch wird abgeholzt und der Boden erodiert, zunehmend durch den einseitigen Anbau von Mais, dem Hauptnahrungsmittel. Dazu beschert der Kinderreichtum Probleme für Ernährung, Gesundheitsversorgung und Schulbildung. Dieser Kindergarten im entlegenen Ort Mganja konnte dank privater Unterstützung entstehen. Es geht darum, diese Kinder auch schon im Kindergarten zu inspirieren, ihnen zu sagen, was alles möglich wäre. Die Primary School am Ort besteht aus gerade mal 3 maroden Gebäuden. Oft sitzen hier mehr als 100 Schüler dicht gedrängt auf dem Boden. Schulbänke, Bücher, Hefte, Fehlanzeige. Zur Regenzeit fällt der Unterricht oft aus. Die Dächer sind undicht. Dringend werden neue Schulgebäude mit 10 Klassenzimmern und ein Toilettenhaus gebraucht, damit die Kinder hier wirklich lernen können. Mua ist ein alter Missionsstandort. Hier gibt es 1 von landesweit 3 Internaten für taubstumme Schülerinnen und Schüler von 6 bis 18 Jahren. 500 Kinder aus armen Familien leben hier. Diese taube Kinder, die brauchen noch ganz viel Hilfe. Ich bin hier als Projektleiterin für eine niederländische Stiftung und auch für die Mariette und Cecilia Stiftung. Versuchen wir hier mit Projekten die Schule weiterzubringen und die Kinder auch zu betreuen. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, aber auch eine harte Arbeit und wir können jede Hilfe brauchen. Diese Kinder berühren mich jedes Mal zutiefst. Es sind die Taubstummenkinder und ich möchte so gerne, dass für sie gesorgt ist. Alles, was sie brauchen, sind Nahrung, ist natürlich viel Unterstützung auch in ihrer schulischen Ausbildung und später in der beruflichen Ausbildung. Und das möchte ich von ganzem Herzen gern unterstützen, dass sie immer dazugehören. Wir brauchen dringend Paten. Das Geld können wir dann benutzen für das Essen und Medizinversorgung von den Kindern. Und wir machen auch Sachen wie Wasserbrunnen, dass hier Elektrizität ist, weil die Kinder, die brauchen Licht im Dunkeln, sprechen zu können mit ihren Händen. Um direkt zu helfen, kann man die Patenschaft für so eine Klasse für ein Jahr übernehmen. Das sind 15 Kinder und für 800 Euro sind ihre Schulgebühren bezahlt, ist die Nahrung bezahlt, die Kleidung. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt für diese Schule, um wieder Entlastung zu haben, um wieder die schulische Ausbildung verbessern zu können. Und hilft ganz enorm. Der Staat Malawi bietet keine Perspektive. Deshalb setzen sich Ineke und Cecilie dafür ein, dass diese jungen Menschen auch nach ihrer Schulzeit mit einer Ausbildung eine Zukunftschance bekommen. In einer Region mit 28.000 Menschen ist das 100 Jahre alte Missionskrankenhaus ein Ort der Hoffnung. Obwohl hier alles fehlt. Medizinisches Personal, Geräte, die Grundausstattung in allen Abteilungen. Malaria und Mangelernährung sind die größten Probleme für die jüngsten Patienten. Ein Bettgestell, eine Schaumstoffmatratze mit einer Plastikfolie, die Gebärendenstation. Die Verpflegung ist die Aufgabe der Angehörigen. Actually, the hospital is supposed to have 4 medical doctors, but we only have 1 medical doctor. So we need such doctors who may be willing to come and assist here. Now, the problem is not that in Malawi we don't have many doctors, they are there. But since it's rural, most of the doctors, they prefer to work in towns. Wir freuen uns sehr, dass es immer wieder möglich wird, über unsere gute Freundin Dr. Guy van der Hult Ärzteeinsätze für das Moore Mission Hospital zu realisieren. Die sind sehr, sehr wichtig. Es gibt kaum chirurgische Versorgung. Es gibt natürlich auch kaum Diagnostikmöglichkeiten. Es gibt gar keine
Möglichkeit für Menschen vom Land, ihre Gebrechen, ihre Deformationen, ihre wirklich schweren Leiden irgendwo kurieren zu lassen. Für den Neubau der Kinderstation werden 35.000 Euro benötigt. Armut am wirksamsten mit Bildung begegnen, das Ziel unserer Stiftung. Wir haben es hier vor allen Dingen mit sehr jungen Leuten zu tun. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 25. Und sie sind voller Energie und Lebensfreude und haben ihre großen Träume von einem besseren Leben. Es geht darum, den Frauen, die vielleicht zu Hause allein mit vielen Kindern leben müssen, ihre Situation in ganz, ganz kleinen Schritten zu verbessern. Das heißt, durch die Vermittlung von Permakultur, von neuen Absatzwegen, von Zusatzausbildung, immer auch ganz, ganz kleine Biografien besser zu machen, leichter zu machen. Eine Perspektive für Mädchen und junge Frauen hier im abgelegenen Mganja. Die Secondary School, Tiende Pamozzi. Nach jahrelangen Planungen und vielen Spendenaktionen konnte die Schule 2021 eröffnet werden. Initiatorin war die Niederländerin Ineke Hendricks. Hier im Dorf waren ganz viele Mädchen, die waren schwanger oder die hatten schon ein Kind, als die 16, 17 waren. Und die sind alle nicht in die weiterführende Schule gegangen. Und wir wollten eigentlich die Mädchen unterstützen in ihr Leben. Und dann haben wir gedacht, wir bauen einfach eine eigene Schule hier, weil es gab keine. Auf dem Gelände war auch von Anfang an ein Kindergarten geplant, damit die Kleinen in der Nähe ihrer Mütter sein können, während die Schulbank drücken. Für Kinder und Mütter eine Win-Win-Situation, weil beide in geschützter Umgebung leben und lernen dürfen. Zusätzlich wurde für die Schülerinnen, die bis zu 40 Kilometer entfernt wohnen und nicht täglich hin und her pendeln können, ein Hostel gebaut. Insgesamt werden hier 250 Schülerinnen aus der fernen und nahen Umgebung unterrichtet. Ach, guck die schönen Mädchen an und die haben jetzt eine Zukunft und das macht mich wirklich so glücklich. Das ist eigentlich das, wofür ich arbeite. Because we are some enough reading, but where I study is very, very, very expensive. Die jungen Frauen sagen, dass sie hier nur die Chance bekommen, weiter zur Schule zu gehen. Denn woanders könnten sie weder Schulgebühren noch ihren Lebensunterhalt bezahlen. Sie sind glücklich, hier in Ruhe lernen zu dürfen. In what? In studies. You mean you can concentrate better here? Yes. Yeah. I do understand. What about safety? Safety. Do you feel safe self-boarding in the village? No. But here. You feel safe here? Yes. Okay. Noch fehlen hier die Betten, vor allem aber ein zweites Hostel mit 60 Schlafplätzen. Dafür werden dringend Spenden gebraucht. Dank des Hostels sind sie nicht mehr auf eine Unterkunft in den nahen Dörfern angewiesen, wo sie immer wieder Übergriffen ausgesetzt waren. Dass aus der Hoffnung vieler junger Menschen noch eine Perspektive wird, dafür setzt sich die Marietta und Cecilie Stiftung nachhaltig ein. Helfen Sie mit.